and rollover protection. So this was too big to move with that stuff on it. So Leute, ich bin fertig mit dem Einfahren. Das Silo ist voll. Es ging sich gerade noch so aus. Wir können gleich mal schauen, wie viele Liter da jetzt eigentlich drin sind. Ich möchte nur schon vorbereiten für Mischration. Hier sind drin 1,1 Millionen Liter Häckselgut. Alter, krass. Das ist mehr, als wir bei der Biogasanlage durchs Maishäckseln bekommen haben. Okay, das Feld ist auch relativ groß, dann das da oben noch. Ja, es täuscht sogar ein bisschen, gell? Ja, ist krass. Und vor allem, das ist halt dreimal gemäht worden auch. Aber hier, also, das ist übel. Das ist echt übel. Da haben wir ordentlich was. Ich muss mal nachschauen. Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, wir können auch hier die Kollegen in Ballen da reinschmeißen. Ich glaube, das ging ursprünglich nicht. Das haben sie aber, glaube ich, mit 1.2 Patch geändert, dass man eben auch hier Ballen reinschmeißen kann und die dann quasi dazu zählen. Was an und für sich ich ganz gut finde, weil somit musst du es halt nicht immer lose transportieren, das Zeug, sondern kannst es eben auch pressen und das ist halt wesentlich einfacher dann zu machen. Wie gesagt, deswegen habe ich ja eigentlich extra diesen anderen Stand da hinten gekauft, um loses Material zu haben. Was ist das? Ist das Heu oder ist das Gras? Heu. Brauche ich zwar jetzt eigentlich nicht gerade zwingend, aber wenn es schon drauf ist, dann schmeißen wir das da oben gleich rein. Ich brauche dann Strohballen und ich brauche noch die Silageballen. Wenn es funktioniert, wohlgemerkt. Weil dann kann nämlich nächsten Morgen, also im nächsten Monat dann der Mischwagen-Fuzzi da gleich schon die erste Tour fahren. Ich weiß nicht, ob man zwingend das Mineralfutter auch braucht. Ich lasse das jetzt mal weg. Schauen wir mal. Funktioniert das so? Ja, es funktioniert. Und ich glaube, es sind viel zu viele. Weil ich glaube, es ist schon voll. Ja gut, schadet ja erstmal nicht, wenn wir da ein paar mehr stehen haben. Dann ist das erstmal gut gefüllt. Ups. Leute, je länger ich darüber nachdenke, was die Sonnenkollektoren, also das Photovoltaik, das ist auch so eine bescheuerte Lampe. Ich kann mich manchmal nicht entscheiden, fahre ich links oder fahre ich rechts rum und dann fahre ich irgendwie doch dran vorbei. Also rein, drin, was auch immer. Ich will Strohballen holen, ja? Da bin ich hier ganz falsch. Hier haben wir nur Heu und Gras. Dann fahren wir mal kurz zum Strohballenlager. Ich war gerade hier echt kreuz und quer. Ich muss eigentlich unbedingt ins Bett. Es ist, wenn ich jetzt euch sage, ich glaube, das seht ihr nicht. Seht ihr mein Steam Overlay? Nein, ihr seht mein Steam Overlay nicht. Derzeitiges Spiel 520 Minuten. 80 Stunden in den letzten zwei Wochen und 223 Stunden insgesamt. Wir schreiben den 23. Dezember, sprich, es ist jetzt ein Monat raus und ich habe über 200 Stunden in diesem Monat LS gespielt. Und davon sind ganz wenig AFK-Stunden. Also wirklich, lass es 5 AFK-Stunden sein. Dann ist es viel. Das Game macht einfach so Bock. Es ist echt krass. Es ist absolut krass. Absolute Stille. Absolut krass. Leute, wie gesagt, ich weiß ja immer noch nicht, wann ihr dieses Video alles hier seht. Oh, jetzt fährt der schon wieder so eine Scheiße. Der Typ, der geht mir schon langsam auf den Sack. Seht ihr, jetzt ist er wieder komplett alles zurückgefahren. Der ist richtig dumm. Ist auch krass, die Walze. Ich finde, die ist ein bisschen
könnte man noch ein bisschen verbessern. Vom Handling her. Ist immer so ein bisschen, als wäre es ein Mod. Ja? Aber es ist halt offizielles Ingame-Ding. Und dafür rutscht mir die teilweise ein bisschen sehr komisch rum. Und auch verstehe ich nicht, warum man die nicht mit V heben kann. Also unten ist unten und fertig. Kannst du nur dann zuklappen. Dann setzen wir ihn hier nochmal neu an und versuchen unser Glück damit. Und wir holen uns hier noch ein paar Strohballen. Und in der Zwischenzeit kann ich eigentlich schon... Steht er eh nur hier rum. Zwar eigentlich schon vorbereitet fürs Pressen drüben, aber mit dem fahren wir jetzt schnell die Silageballen rüber. Dann, ja... eigentlich mache ich nur noch das. Weil, wie gesagt, ich bin so durch. Ich bin echt durch. Das schaut auch schon wieder leicht verbuggt aus. Also jedes Mal, wenn man... Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe den Server seit dem letzten Mal neu gestartet. Ja, genau. Da kam der 1.2.2 Patch raus. Die Ecke ist immer noch sau eng. Immer jedes Mal. was ich eigentlich sagen wollte ist, Leute. Wo mir das jetzt hier so aufgefallen ist. Wo ich jetzt hier eben das gerade aufgefüllt habe. Und hier den Rest reingeschoben habe. Ich werde... Oh je. Da hat sich einer verbockt. Ich werde die Kollektoren diesen Monat schon kaufen. Aus dem einfachen Grund. Das ist schön, dass das funktioniert. Das einzige Problem ist... Oh, jetzt habe ich wieder das Problem. Muss ich wieder einmal gefüllt alles drücken, dann geht's wieder. Und der Ballen ist auch weg. Ja, schön. Ja, dann hat es doch funktioniert. Der Grund ist dafür... Kann ich das genau abbrechen? So. Der Grund dafür ist, weil sie sich halt dann diesen Monat schon amortisieren. Also ich bin mir nicht sicher, ob die quasi auch stündlich Einnahmen generieren würden, ab dem Moment, wo du sie halt hast. Dann wäre es theoretisch jetzt nicht so wichtig, dass wir die jetzt den Monat noch kaufen. Wenn es aber wirklich pro Monat einfach dieses fixe Geld gibt, dann muss ich sagen, dann lohnt sich das schon. Und von dem her werde ich mir... Ich weiß auch gar nicht, wie viel wir uns mittlerweile leihen können. Nicht, dass wir jetzt dann hier bald im Ende sind. Okay, wir können uns noch 600.000 leihen. Holy shit. Holy Macray. Wir sind fast am Ende. Jetzt habe ich das Problem schon wieder. Manchmal ist quasi dann hier... Ja, meine Sprint-Taste automatisch meine Einsteigtaste. Oder beziehungsweise meine Tab-Taste. Jetzt kann ich wieder gehen. Ich weiß nicht, da muss ich ihn so ein bisschen rumdrücken und dann geht's wieder. Na, jetzt kann ich wieder sprinten. Ja, Leute, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das darf. Der Ole bringt mich so um. Aber wie gesagt, es amortisiert sich ja nach 10 Monaten. Und wenn wir einfach halt ein bisschen mehr Geld reinbekommen, dann ist halt die 2 Millionen schnell abbezahlt. So muss man das sehen. Oh, Ole killt mich. Ole ist... Ich werde ihm, glaube ich, heute keine Sprachnachricht mehr schicken. Silage muss ich auch noch auffüllen. Oh Gott, es gibt so viel zu tun. Ja, wie gesagt, es ist halt einfach verdammt viel, ja. Ich weiß. A lot of money. 2,3 Millionen Schulden können wir machen. Ja, ich werde es setzen. Ich werde es setzen. Einfach, dann kann ich zum Ole sagen, das war von vornherein aus ästhetischen Gründen mein Grundgedanke. Bin ich voll? Ach so. Okay, dann never mind. Die zwei bleiben hier. Wahrscheinlich sind es eh viel zu viele. Aber egal. Deswegen ist mal ein Stack wieder weg hier. So, dann schauen wir mal, wie viel da reinpasst. Ich glaube nicht so viel. Wahrscheinlich 3 Ballen. Naja, ein paar waren es, aber bei weitem, wie gesagt, nicht so viele, wie ich geholt habe. Aber egal. Die werden mit der Zeit dann schon verschwinden. Und was schon mal da ist, steht er hier ganz gut. Im Prinzip, ich hätte versuchen können, ob ich sie komplett hinterschieben kann. Aber ich weiß nicht, ob das hier eine Kollision gehabt hätte. Von dem her, lasse drin liegen, ist doch egal. Okay, gut.
Leute. Die Sonnenkollektoren, die kaufen wir jetzt noch. Das hier muss ich sowieso ein bisschen umbauen. Das ist ein bisschen zu viel Wiese. So. Und dann... Wir fangen in der Mitte an, oder? Machen wir 1 und 2 und 3. Ja, hier ist ungefähr die Mitte. Ich möchte es schon relativ nah. Ja, so mittig, mittig. Ja, hier so, oder? Hier ist gut, oder? Ja. Einmal. Zweimal. Und alle guten Dinge sind dreimal. Ah, der ist ein bisschen zu weit links, würde ich sagen. Stört mich selber ein bisschen. Vielleicht reiße ich den nochmal ab und gebe mir das Geld und baue ihn nochmal neu. Wenn mich das jetzt wirklich auf Dauer zu sehr triggert. Kann natürlich auch sein. Aber ich glaube, wenn man es so sieht, dann fällt es gar nicht so wirklich auf. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ja, der ist einfach... Der hier müsste ein bisschen weiter rüber. Dann wird es passen. Einen Baum setze ich hier nicht, weil das ist kontraproduktiv. Offiziell. Aber ich glaube, die passen hier echt ganz gut hin. Und ich meine, es ist ja auch eigentlich... bei jedem Bauernhof, zumindest bei uns, sind die gefühlt alle Dachflächen mit Photovoltaik gepflastert. Wurde subventioniert, kriegst du Geld dafür. Erneuerbare Energie und so weiter. Hier ist eine Strebe rausgebrochen. Muss ich beim nächsten Mal reparieren. Leute, wie gesagt, ich bin durch. Ich gehe heute ins Bett. Ich wünsche euch was. Gute Nacht. Da kämen wir auf jeden Fall eine Zeit damit aus, hier Stinge. Ich glaube ja, dass die Viecher jetzt meiner. Ich habe den Steu nicht ganz viel gemacht. Die Kühe kosten zwar nicht so viel, aber ich habe jetzt einmal irgendwie zwei Drittel oder so, habe ich jetzt mal viel gemacht. Und entweder mal schauen, wie lange die brauchen, bis sie quasi Babys machen. Oder ob man halt dann vielleicht noch Fleischkühe. Weil jetzt habe ich ja quasi Milchkühe gekauft. Und du kannst da welche kaufen, die wo es rein für die Fleischproduktion. Die ist ja geil. Ja, nimmst. Muss man die dann auch zum Metzger fahren? Ne? Ja, die fährst du wieder zum Viehhändler und da verkaufst du sie quasi wieder. Wird du dann wieder alles ausgeschirmt? Jetzt ja. Mein Gott. Ich schieb schon wieder eine. Oh Mann. Geil. Hast du schon einen Hof hingestellt, so eine Kirche? Da noch keinen, da bin ich mir noch nicht sicher. Ja, siehst du, was soll ich denn da waschen? Vielleicht ein Depp. Da bin ich mir noch nicht sicher, entweder da, dass wir da den herstellen, dass wir da den Waschplatz machen, weil da drin ist ja auch die Werkstatt. Oder so. Da drin ist automatisch eine Werkstatt in der Halle mit einbaut. Vielleicht da dazu. Ja, und da brennt der Umi. Oder, wenn ich da soll? Also. Belli. Oder vor vielleicht. Diese Tankstelle. Ja, brauchen wir auch noch Zeit. Und jetzt habe ich nicht mehr genug Geld für einen Hochzugreiniger. Scheiße. Leimen wir noch ein bisschen was. So her. Da haben wir wieder alles benannt. Ups.
Wir hätten die Festung bitte. Und das Ding ist, die Misch hat es nicht gemacht. Wo machen wir die Bullockhalle? Im Hof irgendwo. Ja, im Prinzip. Jetzt ist ja unten die zwei Pressendinger frei. Da kannst du das theoretisch auf der Menge stellen. Aber den wärst du eh brav für zum Bäume einsammeln, weil danach hätte ich einen Johnny gleich zum Mulcher hingeschickt. Außer du möchtest halt mit dem Johnny einfahren, dann kannst du einen New Holland zum Mulcher schicken. Den New Holland zum Mulcher schicken. Dann musst du wieder auffahren, weil der steht nämlich oben beim Bauernmarkt. Ich hab den eigentlich schon. Wo ist denn der Autoloader? Der ist noch unten. Oh. Ja, den ganz normalen Stackloader halt, da bist, wo wir immer haben. Achso, den Leoner, ja. Für den Boyen, ja. Genau, weil der Autoloader, der funktioniert erst seit dem Update nicht mehr. Oh. Auch für die Paletten nicht mehr und für die Boyen hat er glaube ich eh noch nie funktioniert. Also war wieder andere gewesen. Aber wie gesagt, seit dem Update geht der nicht mehr. Ja, wurscht, ich fahr in New Holland. Ja, passt. Top. Ja, ideal. Okay. Boah, lecker. Ja. Okay, das darf man nicht machen. Ich probier's noch mehr aus. Ich hab auf die Silage gekommen beim Radlader, habe ich einfach, wenn man denkt, Hacker, bevor ich jetzt da dreimal einzeln gehe, da einfach die Paletten von der, vom Siliermittel da aufgelegt. Ja. Auf einmal hat es den Lader dreimal überschlagen. Hä? Und das zeige ich voll weit in die Luft geflogen. Alles klar. Strange. Helfe die, wenn blockiert. Weil das blöde Auto dann weg ist. Nimm schon, das parkst du. Aber er kann locker vorbeifahren, der Zipfelklatscher. Nein, der wird blockiert. Dann scheißen wird der. Jetzt hast du es doch. Ach gut, sag, hörst du meine zu. Stopp. Blöde, ich glaube, du kannst das nicht wieder abbrechen, oder? Doch, normal schon. Aber ob du dann nochmal was aufnehmen kannst, weiß ich nicht. Jo. Da muss jetzt los, da Lader. Kommst du es dann durch oder muss ich da noch mehr helfen? Ah, gut, zack. Zipfelklatscher. So, was ist jetzt da das Problem? Wo bitte wärst denn du blockiert? Okay, tatsächlich. Was ist denn das? Ja, du musst es jetzt wieder alle abladen und dann kannst du wieder neu aufladen. Weil du nämlich die schon einmal hinten geschoben hast und dadurch geht's nicht mehr. Und dann quasi lass das die wieder alle auf und dann nimmst du so denen so viel wie mit, wir gehen da, die da rumstehen. Dass das ein schöner Stopp ist.